Herzlich willkommen zu diesem Beitrag. In diesem Video geht es um die Rekonstruktion eines mir völlig unbekannten Flugobjekts. Dank der digitalen Technik ist es mir heute möglich, diese Beobachtung so wirklichkeitstreu wie möglich darzustellen. Der ein oder andere mag seine Zweifel an der Geschichte haben. Schließlich wird auch viel Unsinn verbreitet. Aber für mich hat es sich genauso zugetragen. Nur am Datum könnte ich mich eventuell um ein Jahr vertan haben. Die Sichtung ereignete sich Ende Oktober 1987. Damals hatte ich eine Arbeitsstelle in Augsburg und war gerade auf dem Weg nach Hause. Es war zwischen 18 Uhr und 18.30 Uhr, als ich in unmittelbarer Nähe des Frühwarnsystems Gablingen in einen Stau geriet. Ich betrachtete dann die Gegend, in der ich mich befand und bemerkte, wie aus westlicher Richtung ein dunkler Punkt langsam näher kam, den ich anfangs für einen Hubschrauber hielt. Hier ist der Originalschauplatz zu sehen. Das Frühwarnsystem befindet sich links außerhalb des Bildes. Als das Objekt näher kam, dachte ich zuerst an einen Zeppelin, aber es waren keine Kanzel, Leitwerke oder Motoren zu sehen. Es waren, wie sonst bei Flugobjekten üblich, keine Hoheitszeichen oder sonstige Kennzeichnungen angebracht. Es befand sich in ca. 40 Meter Höhe, verglichen mit der Größe der Bäume im Hintergrund. Außer den Motoren der Fahrzeuge in der Kolonne war bei der Beobachtung kein anderes Geräusch zu hören. Das Flugobjekt hatte eine geschätzte Länge von mehr als 50 Meter. Was mich am meisten erstaunte, waren die größeren und kleineren Lichter an der Unterseite, die wie Sterne am Nachthimmel angeordnet waren. Sie waren so etwas wie in den Rumpf eingelassene Schalen, aus deren Mitte punktförmige Lichter strahlten. Eigentlich müsste in den Fahrzeugen hinter mir jemand das Gleiche beobachtet haben. Es wäre schön, wenn sich einer der Betreffenden melden würde. Dann könnte man sich darüber austauschen und die Eindrücke vergleichen. Dies ist das Gelände des ehemaligen Frühwarnsystems, heute BND-Abhöranlage. Hier kam es zu dieser außergewöhnlichen Sichtung. Das Flugobjekt kam aus westlicher Richtung und bewegte sich direkt auf mich zu. Vor einigen Jahren sah ich mir einen Bericht über UFO-Sichtungen in der Nähe von Frühwarnsystemen in Deutschland an. Da ging es um Radaraufzeichnungen, die merkwürdige Flugmanöver von nicht identifizierbaren Flugobjekten aufzeichneten. Leider habe ich diesen Bericht bisher nicht wiedergefunden.
Ich habe mir schon öfter gedacht, was gewesen wäre, wenn ich eine Kamera dabei gehabt hätte. Vermutlich blieb mir nicht genug Zeit, ein paar Bilder zu machen. Denn genau in dem Moment, als ich erkannte, dass hier etwas Ungewöhnliches zu sehen ist, fing der Stau sich wieder zu bewegen an. Daher verpasste ich die nächste Abzweigung nach rechts und konnte das Objekt nicht weiter beobachten. Fiktive Darstellung. Bei der Suche nach ähnlichen Objekten mit zigarrenförmigen UFOs stieß ich auf Hinweise, dass in Deutschland möglicherweise weltraumtaugliche Flugscheiben entwickelt wurden. Darunter befand sich anscheinend ein zigarrenförmiges Fluggerät, das Andromeda-Gerät genannt wurde und in der Lage war, mehrere Flugscheiben aufzunehmen. Davon inspiriert habe ich eine Grafik erstellt, die meine Sichtung mit den deutschen Flugscheiben in Verbindung bringt. Auf dem Bild sind die Flugscheiben Haunebu 2, Haunebu 3 und mein Andromeda-Gerät im erdnahen Orbit zu sehen. Die Frage ist, wie viele von diesen Geschichten wahr sind. Ein Körnchen Wahrheit könnten sie schon enthalten.